Ja, genauso schnell wie die Anzahl Neuinfektionen nach oben geht, geht die Anzahl Memes nach oben. Und zwar Memes über Corona. Lass uns mal durchgucken. Ich habe ein paar gesammelt. Ich krieg ständig welche geschickt. Konnte die Hände nicht waschen. Ausgestorben. Ja, ist die Frage. Vielleicht war das wirklich der Grund? Wir wissen es nicht. Also sollte man ernst nehmen. Bei uns in der Firma macht man sich plötzlich Gedanken, welche Besprechungen unnötig sind. Alle. War wohl nicht die richtige Antwort. Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nein, nur Spaß. Bei uns natürlich alles wichtig. Wenn Chuck Norris niest, kauft Corona sich Nudeln und Klopapier. Leute mit dem Klopapier, was ist da los? Wieso kaufen sich alle Klopapier? Wieso braucht Chuck Norris keins? Es gibt zwei Typen Menschen auf dieser Welt. Ja, Klopapier, der andere Typ. Ah, der hat eine Palette Corona. Ja, alles klar. Das ist echt viel Klopapier. Ab morgen im Homeoffice. Ja, was soll er machen, ne? Kann zu Hause bei sich einen Betonmischer hinstellen und dann wird Homeoffice gemacht. Da bin ich ein bisschen besser dran, zum Glück. Du hast recht, sie sind alle tot. Aber hast du mal gesehen, wie sauber ihre Ärsche sind? Ja. Das Klopapier, ne? Was ist los mit dem Klopapier, Leute? Was ist da los? Ein Asteroid! Los, lass uns Klopapier kaufen gehen. Ich glaube, das Klopapier, das wird uns noch verfolgen. Ich weiß, gibt es mittlerweile wieder Klopapier zu kaufen? Also ich habe jetzt welches, brauche gerade keins, aber trotzdem. Nächstes Mal, wenn ich welches brauche, ist wieder keins da. Wurde ja schon gesagt, Corona, im schlimmsten Fall vielleicht 2 Jahre. 2 Jahre kein Klopapier. Das wird hart. Ah, alles klar. Ja, hier der ultimative Handshake, der Corona-Handshake, um auf jeden Fall mit Sicherheit Corona richtig zu übertragen. So wird's gemacht. Guckt es euch nochmal ganz genau an. Ja, die Brofist. Ja, da ist Corona sicher. Etwas Zeit für Ja, alles klar. mich. Blick in die deutsche Nachbarschaft. Habt ihr das Video gesehen, wo Italiener draußen auf den Balkons musizieren? Alle machen mit. Hier mal, wie das in Deutschland aussehen würde. Etwas Zeit für mich. Dann Fresse! singe ich ein Lied für Das ist dich diese von Anzeige! Es ist 99 wieder Luftballons auf Feuerwehr! ihrem Weg zum Oh Mann, die Horizont. Denkst doch, Autoreisende! Ich fickt euch doch alle! Oh Mann. Ja, es könnte hier sein. Nein, so schlimm ist nicht. Aber der Unterschied wird klar. Also Italien und Deutschland hat gewisse kulturelle Unterschiede. Da kann man nichts dran. Also das kann man nicht leugnen. 3 Tage Quarantäne. Alles klar, 3 Tage Quarantäne, ich erschieß mich auch. Scheiße, ich hoffe, dass das in naher Zukunft nicht kommt. Na, es wäre besser, aber trotzdem ist es eine ziemliche Einschränkung der Lebensqualität, ne? Ah, alles klar, ja. Wenn man nicht raus kann und sich trotzdem die Beine vertreten möchte, wie macht man das? Bisschen Öl auf dem Boden, bisschen Wasser auf dem Boden, alles gut. Ja. Und schon geht's los. Ein bisschen Walking. Ist eine ganz nice Idee. Wenn man nicht viel Platz hat, Öl auf dem Boden. Aber alles klar. Geschwindigkeit erhöhen. Und richtig schnell. Er kommt nicht mehr mit. Ja, nice. Nice. Ja, habt ihr auch noch Memes? Schickt mir Memes. Die Memes sind geil. Ich will noch mehr Memes sehen. Die Memes sind wahrscheinlich das einzig Positive am Coronavirus. Aber die sind gut. Ja, und jetzt wollte ich nochmal die Zahlen checken. Ich meine, wir hatten gestern 8.000 Infizierte in Deutschland. Und das Internet ist eine Katastrophe. Boah, wenn das Internet noch ausfallen würde, ihr wisst, was das heißen würde. Ja, genau. Ah, okay, jetzt haben wir es. 12.300 jetzt aktuell in Deutschland. Also 8.000 gestern, 12.000 heute. Wenn das so weitergeht, haben wir es bis morgen verdoppelt. Das ist nicht gut.
Beschäftigt euch zu Hause, geht nicht unter Leute, haltet euch fern. Anders geht's ja nicht. Ich habe auch bis letzten Monat noch überlegt, mir eine 360-Grad-Kamera zu kaufen. Jetzt schwenke ich gerade auf eine Xbox One. Ich glaube, in Anbetracht der Lage wird das mehr Sinn machen, wenn man hier zu Hause rumhängen muss und sich irgendwie beschäftigen will. So, das reicht auch. Ich will gar nicht irgendwie News verbreiten oder so. Ich wollte einfach nur die Memes angucken. Ich hoffe, die waren lustig. Denkt dran, ne? Ihr könnt mir folgen. Ihr könnt da klicken oder ihr könnt da klicken. Ich baue hier so Endcards und so weiter ein, wo man klicken kann. Dann sehen wir uns bald wieder. Gibt immer was zu sehen. Ist gar nicht so viel los, deshalb habe ich mehr Zeit. Und ja, genau. Dann folgt mir, dann sehen wir uns bald wieder, ne?